Mache es dir auf deine eigene Art und Weise bequem, so dass du dich wohlfühlst. Atme in einem Rhythmus, der angenehm für dich ist. Und nimm in diesem Rhythmus, der angenehm für dich ist, noch einmal ganz bewusst drei tiefe Atemzüge des Lichtes und der Liebe, welche immer da ist, so du dich dafür öffnest und dich daran erinnerst. Und so atme diese Energie des Lichtes und der Liebe weiterhin ganz bewusst in dich hinein, in dein gesamtes Sein und fühle, wie dieses Licht und diese Liebe deinen Herzraum dabei ganz sanft, fein und leicht ausdehnt, wie es zum jetzigen Zeitpunkt richtig und gut und angenehm für dich ist. Fühle dein eigenes Herz. Fühle deinen Lichtkern. Fühle deine eigene Liebe. Ohne ihrer Intensität einen Namen zu geben. Und so fließt jetzt durch das Wort rosafarbenes Licht durch deinen energetischen Körper, deinen Energiekörper, Lichtkörper in dich hinein. Und so du es möchtest, benetzt dieses Licht all deine Emotionen, deine Gedanken, deinen physischen Körper und auch dein Herz und fließt von außen nach innen und von innen nach außen, verwoben mit deiner eigenen Liebe. Fühle deinen Atem in deinem Herzen und in deinem Körper, wie sich dieses rosafarbene Licht ausdehnt in deinen Bauchraum, deinen Brustraum, deinen Rücken, deine Schultern und Arme, dein Becken, deine Beine, Knie und Füße, dein Nacken und Kopf, deine Stirn, dein Gesicht, deine Fingerspitzen und Fußzehen. Und lasse dich von dieser Energie nähren und lieben. Gehe ich jetzt erneut in dein Herz und fühle dieses rosafarbene Licht, wie es dir Reinigung, Klärung und Heilung bringt, wie es deine eigene Liebe und Liebesfähigkeit in dir ausdehnt und erweckt und zu einem wird, zu einem Kreislauf, der kommt und geht und nimmt und gibt, tanzt und fließt.
und so konzentriere dich wieder auf deinen Herzraum, deinen Seelenraum. Und so zieht sich das rosafarbene Licht ein wenig zurück und offenbart dir die unendliche Schönheit deiner Seele. Lasse die Bilder oder Gefühle zu dir kommen. Die Farbwelten und Klänge. Und lasse emporsteigen die Gefühle, die jetzt sind, ohne sie zu bewerten. Lasse zu, was an der Oberfläche aufdringt und gesehen werden will, genauso wie es ist. Und so lasse es zu, fühle das, was ist in diesem geschützten Raum. In dem tiefen Wissen, dass das rosafarbene Licht weiterhin zu dir strömt in all deine Körper und all die Gefühle, die in dir sind, durchdringt und heilt, ohne ins Detail zu gehen. Vollzieht sich der Wandel durch das Geschehen. Lasse es geschehen. Lasse dich lieben, genau mit den Gefühlen, die jetzt in dir sind. Und so empfange jetzt eine Botschaft in Form eines Wortes, eines Bildgefühls, eines Bildes, einer Vision, eines Klangs oder einer subtilen Energie. Und lasse sich, wie klein auch immer es dir erscheinen mag, dieses Bild, diesen Klang, dieses Gefühl, diese Botschaft, dieses Wort sich in dir ausdehnen, in deinem Herzen, in deiner Seele, größer werden, sodass es sich um deinen Herzraum herum ausdehnt, bis in deinen Körper und deine Energiekörper. Und sich innerhalb der nächsten Stunden und Tage in Leichtigkeit ausdrücken kann, was deiner Seele, deiner tiefsten inneren Weisheit momentan wichtig ist. Dehne diese Botschaft, dieses Bild aus und lass es auch in dein drittes Auge fließen, sodass auch, wenn du es nicht sicher weißt, was du empfangen hast, es sich ausdehnt, aus deiner tiefsten Herzensweisheit heraus, was zum jetzigen Zeitpunkt dir zum höchsten Wohle dient. Falls es eine Farbe ist, so umgebe dich mit ihr. Falls es ein Ton ist, eine Melodie,
so höre sie. Falls es eine Lust ist, ein Gefühl, ein Wunsch, so erlaube es dir oder frage danach in deinem Alltag. Setze auf spielerische Weise um, was auch immer als Botschaft zu dir gekommen ist, fernab des Verstandes. Lebe es und öffne dich für die tiefe Erfüllung und Zufriedenheit, die durch solche kleinen Dinge in dir geschieht. Und so öffne dem Bewusstsein dieser Botschaft in deinem Herzen und deinem dritten Auge deine physischen Augen und verbinde dieses innere Bild mit deinen äußeren Bildern. Fühle mit offenen Augen noch einmal in dein Herz. Und nimm dieses Gefühl, soweit es dir möglich ist, mit in deinen Alltag. In Dankbarkeit für dein Sein, genauso wie du bist. Genieße den Kontakt mit deinem Herzen und deiner Seele. Dankeschön.